Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 715. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir sind natürlich, wie könnte es anders sein, immer noch an unserem wunderriesigen, großen, schönen Berg dran. Und, wie man sehen kann, schon recht weit. Wir werden jetzt hier dieses Stück weitermachen und dann mal gucken, ob wir weiter hier unten lang gehen oder vielleicht mal die Seite wechseln und vorne ein bisschen was machen. Das können wir uns eigentlich frei aussuchen, deswegen weiß ich noch nicht ganz, wie wir uns entscheiden werden. Aber das Gute ist, wir können uns einfach frei entscheiden, weil es gefühlt, also es macht halt keinen Unterschied. So, es macht vielleicht mehr Sinn, von vorne anzufangen, weil man den Teil natürlich mehr sieht. Also das hier hinten wird man wahrscheinlich nie sehen. Man könnte das auch machen wie Green von Hermitcraft. Der macht nämlich nie die Rückseiten seiner Base, beziehungsweise dafür ist er ein bisschen bekannt, dass er das nicht oft macht. Und von vorne sehen die dann halt auch immer mega toll aus, aber von hinten sind die dann halt einfach so wie unser Gitter quasi. Und, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es natürlich weniger schlimm, wenn das hinten so ist, als wenn es vorne so ist. Ist ja klar. Also, wen interessiert die Rückseite? Jetzt mal ehrlich, also man kann es verstehen, dass er es so macht, weil wen interessiert's? In dem Sinne. Ne? Also muss man halt auch irgendwo ehrlich so sagen. Aber wir wollen natürlich nicht cheaten. Wir wollen das hier komplett schaffen. Und es war auch eigentlich keine bewusste Entscheidung, dass ich jetzt da angefangen habe, wo ich angefangen habe. Das ist einfach mehr oder weniger so passiert. Und ja, ich halt damit leben. So, außerdem, ich habe gestern etwas sehr Interessantes rausgefunden, und zwar war ich auf TikTok, nicht um TikTok zu gucken, das habe ich ja vor ein paar Monaten aufgegeben, sondern ich lade da ab und zu auch die Seed-Videos, die Seed-Shorts und die diese Woche im Nostalgie-Let's Play, was ich übrigens mal neu machen müsste, aber die Dinger lade ich da halt auch hoch, und ich habe gesehen, eins von den Seed Shorts hat auf TikTok, pass auf, 430.000 Aufrufe. 430.000. So, natürlich, es ist TikTok, und auch für TikTok ist das jetzt nicht unfassbar viel, aber wenn ihr das einfach mal vergleicht mit den Shorts, beziehungsweise mit den Aufrufen, die die Shorts haben, meistens unter 1.000, meistens aber, wenn überhaupt, noch unter 2.000, ist das ein kleiner Unterschied. Ein kleiner, ein winziger, könnte man fast sagen. Also, das fand ich schon echt krass. Ja, da blieb mir erstmal die Spucke weg, auf gut Deutsch. Oh, wir haben schon wieder keine Erde mehr, was? Oh nein, nicht, dass uns das noch zum Verhängnis wird, dass wir halt immer die Zeit opfern müssen, um die Erde zu holen, und wir deshalb nicht bis 730 hinkommen. Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist wirklich, wirklich nicht gut. So, aber immerhin, das hier werden wir noch voll kriegen. Und danach muss ich mir halt irgendeine Lösung einfallen lassen. So. So, dann hier hin. Und hier hin. Okay, cool. Dann haben wir das. Natürlich den Übergang und so weiter wird man später nochmal schöner machen. Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich jetzt mal nach vorne wieder. Weil hier haben wir halt schon einen riesigen Teil geschafft. Nehmen wir mal eben hier ein bisschen Erde mit. Weil warum nicht? Die brauchen wir hier eh nicht. Streng genommen könnten wir die komplette Erde hier auch einfach abtragen. Weil bis jetzt habe ich keine Pläne, hier drunter irgendwas zu bauen. Außer vielleicht mal eine kleine Höhle, aber auch da brauche ich jetzt nicht unbedingt Erde für. So. Zack. Zack, zack, zack. Das ist halt auch wieder verschenkte Zeit. Aber egal. Man soll sich ja nicht zu sehr hetzen. Ne? Da macht man Flüchtigkeitsfehler und da hat man auch nichts von gewonnen. Durchgewonnen, wie auch immer. Mitgewonnen. So. Auf jeden Fall
das eine TikTok 430.000, dann hatte ich noch eins mit, ich meine, 120.000. Und generell jedes einzelne hat so viel mehr Aufrufe als bei den Shorts. Ich habe dadurch allein 3.000 neue Follower gekriegt bei TikTok. Ich habe jetzt irgendwie 14.000, obwohl mittlerweile sind es wahrscheinlich mehr. Schon wieder. Und dann denkt man sich halt schon so, also erstens, das ist für TikTok halt immer noch super wenig und da hast du auch nichts von. Aber dann denkst du dir halt schon so, warum mache ich mir die Mühe und lade das auch noch als Shorts hoch, wenn ich ja gefühlt kaum Aufrufe für kriege. Wenn ich es auch einfach nur auf TikTok hochladen könnte und viel mehr haben würde. Aber natürlich ist es immer noch besser, wenn du multiplattformmäßig unterwegs bist. Ich müsste das eigentlich auch noch alles als Reels hochladen. Aber ganz im Ernst, wer zum Geier benutzt bitte Reels? Ich nicht. Ich habe zwar mal zwei gemacht, um zu testen. Ja, zwei, danach hatte ich schon keine Lust mehr. Weil es, also Reels finde ich so unfassbar dumm. Das ist halt einfach so dreist kopiert. Und ich finde irgendwie, man weiß, dass das so kopiert ist und man macht es deshalb nicht. Und es gibt ja auch dieses Meme auf TikTok zum Beispiel, dass Leute, die Reels gucken, halt über dasselbe lachen wie auf TikTok, nur drei Wochen später oder noch länger. Und da denke ich mir dann halt auch manchmal, ja, hat es dann Mehrwert für mich, das da auch noch hochzuladen. Der einzige Mehrwert wäre halt, mein Insta-Profil mal ein bisschen zu boosten. Weil natürlich das später auch gut sein könnte und das natürlich irgendwie auch so ein bisschen dazugehört einfach. Dass man halt auch da zumindest mal ein paar Follower hat und da ein bisschen was postet. Einfach vielleicht auch mehr wirklich Real-Life-mäßiges als jetzt irgendwie so, dass das halt quasi auch für die Brand ist. ja. Also das könnte man sich halt auch nochmal überlegen. Das Doofe ist, ich poste halt auch privat nichts auf Instagram, weil ich nicht weiß, warum ich das machen sollte. Habe ich davon. So. Und gefühlt guckt man da immer jeden Morgen bei denselben 5 Accounts rein. So, ich gucke bei Formel 1, was geht da ab? Ich gucke bei Lewis Hamilton, was geht da ab? Dann gucke ich noch, ich habe so einen Bikepacking-Account, dem ich folge. Da gucke ich noch rein und das war dann auch wieder. Also, es lohnt sich jetzt nicht so wirklich, die Zeit da reinzustecken. Die machst du halt nur, weil du dann eh nichts anderes gerade zu tun hast in dem Moment. Und dann kannst du da auch eben mal reingucken. Okay, wir müssen viel, viel steiler gehen. Viel steiler. Können wir jetzt halt mal anfangen. So. Auf. Ja, obwohl. Na ja, komm, dann lassen wir es so. Zack. Ach komm, schon wieder keine Erde oder was? Das ist echt. Das könnte uns noch richtig wehtun später. Betonung natürlich auf könnte. Aber auch sowas könnte uns echt wehtun. Ich hoffe einfach, dass es nochmal irgendwie gut geht. Aber ja, keine Ahnung, ob es das wird oder nicht. So, nehme ich hier einfach mal weiter. Wir können natürlich immer so ein bisschen Variation reinbringen, indem wir hier den zum Beispiel nicht bis hier oben bauen, wie ich das jetzt fälschlicherweise gemacht habe. Und hier immer mal wieder so ein quasi über Kreuz packen. Und dann auch noch einfach mal dumm runterfallen, weil warum nicht? Kann man ja auch mal machen, das tut dann halt ein bisschen weh, aber im Endeffekt, why not so, ne? Nee, hör doch mal damit auf! Mann, immer diese scheiß Blöcke, die hier runterfallen. Hab ich keine Zeit für, die immer aufzusammeln. Ich kann mir auch nicht erlauben, die liegen zu lassen, also schwierig. Schwierige Nummer. So, machen wir erstmal noch hier die Verbindung fertig. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit. So, hier runter, hier runter, hier so rum.
Dann machen wir den so, machen den hier wieder weg. Hier vorne war noch irgendwo ein Loch. Okay, das machen, müssen wir von innen machen. So. Okay, okay, okay. So. Wir müssen dann halt langsam irgendwie anfangen, so einen Vorsprung zu bauen, weil das hier halt so ein bisschen unförmig ist. Das müssen wir halt dann noch irgendwie gucken, wie wir das regeln. So. Alright. Sieht ganz gut aus. Ich habe übrigens in der Fahrradsaga, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe vor ein paar Wochen, glaube ich, mittlerweile erzählt, dass ich auf der Suche nach einem Fahrrad bin. Ich habe immer noch keins gefunden. Meine Hoffnung ist jetzt Black Friday. Dass da dann irgendwas Gutes sehr reduziert ist und ich mir das dadurch dann kaufen kann. Und das dann mit meinen Werteanschauungen, nenne ich es mal, wie viel etwas wert sein sollte, mehr vereinbar ist, als wie es das momentan ist, weil ein Fahrrad ist für mich halt ein Fahrrad und keine 800 plus Euro wert, weil es halt ein Fahrrad ist. Aber gut, da bin ich scheinbar der Einzige heutzutage, der das so sieht. Und das ist halt ein bisschen doof. Aber gut. Gar nichts machen. Also machen wir hier den nach innen. Ziehen den hier so weiter bis da vorne. Gehen dann hier direkt an der Kante weiter. Gehen dann von mir aus hier rüber. Ziehen den nach oben. Und ziehen dann das hier mit nach oben, so. Ich mache eventuell nochmal hier die drei nochmal einen. Machen wir so. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr diesen Bogen und dann sieht es ein bisschen mehr nach einem Felsvorsprung aus. Machen wir den noch so, ein bisschen Variation reinbringen. Und dann so. Wundervoll. Und überhaupt, und jetzt muss ich ganz schnell schlafen gehen. War eigentlich praktisch vor ein, zwei Folgen, wo ich vergessen habe und die Game Rule angelassen habe, dass einfach die ganze Zeit Tag ist. Das Glück haben wir jetzt leider nicht. Digga, Eberhard, sei mal, mach mal keinen Stress hier. Kletter mal nicht die Tische hoch. Quasi. So, okay. Dann hätten wir das soweit. Dann müssen wir jetzt hier noch irgendwie rumkommen. Wird auch nochmal spaßig, glaube ich. So. Zack, zack. Ah, verdammt. Okay, dann müssen wir es irgendwie so machen, dass wir hier diese Treppe nochmal lassen. Ich weiß nicht, ob wir die jemals in den letzten anderthalb Jahren gebraucht haben. Aber falls wir das nochmal tun sollten, haben wir sie. Ne, das ist ja auch irgendwo praktisch. So, und dann gehen wir hier erstmal wieder an der Form entlang. Und ganz im Ernst, hier kann man auch einfach mal so machen. So machen. So machen. Zack. Zack. Wundervoll. Hier müssen wir halt dann nochmal gucken. Würde ich sagen, gehen wir hier wieder davor. Gehen. So, und dann gehen wir rüber. Ja, cool. Es ist jetzt schon relativ tricky, aber ich glaube, so wird ein Schuh draus, beziehungsweise ein Berg. So, guck mal. Not bad, finde ich, not bad.
Wir werden jetzt hier eine Sache risky machen. Klappt sogar direkt. Um das noch ein bisschen runder aussehen zu lassen. Und dann hat das tatsächlich geklappt. Ich habe mir echt Sorgen um diese Stelle gemacht. Ups. Aber das war jetzt echt recht simpel. Hier doch nochmal so. Bisschen Variation. Und dann haben wir es. Also die Treppe da hinten, die kommt dann vielleicht noch weg, weil ich nicht glaube, dass ich die jemals wieder brauchen werde. Aber an sich haben wir gut was geschafft. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.